Martin, und willkommen zurück bei den Selfmade Junkies. Hier in dem Video geht es um die Montage einer Starrenanhängerkupplung am Passat B5. 2,5 Liter V6 TDI mit 179 PS, Baujahr 2004 und was ganz wichtig ist, die Karre hat 4Motion. Letztendlich überhaupt kein Hexenwerk. Ziel ist es, die Stoßstange zu lösen mit allen Befestigungen. Danach wird die starre Aufnahme, die ja, Metallaufnahme von der Stoßstange entfernt und durch die Metallaufnahme der Anhängerkupplung ersetzt. Und danach kommt die Schürze einfach wieder dran, beziehungsweise Stoßstange. Fangen wir an mit der Demontage. Werkzeug 30er Torx. Die zwei Schräubchen an der Rückleuchte. Mit Drehung. Als nächstes müssen wir ein paar Schrauben, die sich unter der Stoßstange befinden, lösen. Auch Torx. Ich glaube 25er, 25er, 30er Torx. Und das gleiche auch auf der rechten Seite. Und direkt in der Mitte, hinter der Ersatzradmulde, über dem Abschlepphaken, auch nochmal 30er Torx. Die nächsten Schrauben befinden sich jeweils in den Radhäusern hinten. Und zwar hier oben 25er Torx, da 25er Torx und hier unten Fahrer sowie auf der Beifahrerseite. Wenn alle Schrauben los sind, müssten wir die Stoßstange nach hinten abnehmen können. Passt rein. Wie schon eben zu Beginn gesagt, befindet sich jetzt hier der Träger, die eigentliche Stoßstange. Die wird auch entfernt und durch den Träger der Anhängerkupplung ersetzt. Die Schrauben für den Träger findet ihr im Kofferraum unter der Matte, jeweils drei auf der linken Seite. Sieht aus wie geschätzt Schlüsselweite 13 oder 14 oder 17 und auf der rechten Seite drei Stück. Warum auch immer hier jetzt nur zwei drin sind. So, 16er Schlüsselweite ist es. Und dann kann schon wie bei der Stoßstange die Aufnahme auch nach hinten einfach rausgezogen werden. Also kein Hexenwerk. So, kommen wir zur Anhängerkupplung. Marke Steinhoff starre Anhängerkupplung habe ich durch bei eBay geschossen, weiß ich gar nicht mehr. Geil. Mit spezifischen E-Satz von der Firma Jäger. Ist ja allgemein auch bekannt bei den E-Sätzen, so wie Westfalia. Schauen wir mal, was alles dabei ist. Ob alles dabei ist. Jo. Viel Paket für wenig Inhalt. Starre Kupplung direkt mit der Aufnahme für die Stoßstange. Aufnahme für die Kupplung. Die Kupplung, denke ich mal selber, ist hier drin der Haken. Und der E-Satz auch. Ach nee, hier ist die Kupplung. Und hier ist der E-Satz. Ja, die muss jetzt da dran. Also gerade beim Originalstoßfänger habt ihr gesehen, da gehörten nur zwei Schrauben rein. Hier bei der Anhängerkupplung sind jetzt definitiv drei Schräubchen, aber drei Löcher sind ja auch vorhanden. Das ist auch die Besonderheit für den 4Motion. Normalerweise ohne 4Motion hat man nur die zwei hier und für 4Motion hat man die dritte Schraube noch separat. Die Aufnahme wird jetzt hier, der Träger wird jetzt hier in die Aufnahme reingeschoben. Dann schaut er von oben auf die Schraubenlöcher und versenkt oder befestigt dieses Teil mit den mitgelieferten Schrauben. Für die beiden ersten Schrauben nehmen wir die Muttern, die vorhanden waren. Und für die dritte Schraube muss natürlich von unten eine neue mitgelieferte Schraube gekontert werden. Wenn die sechs Schrauben oben befestigt sind, könnt ihr euch mit der Montage des Kugelkopfes beschäftigen. Einfach ja, mit den mitgelieferten Schrauben laut Anleitung montieren. Ich habe erstmal nur den Kugelkopf angesetzt mit den Schräubchen, weil die Halterung für den E-Satz muss auch noch angepasst werden. Je nachdem, wo die bei der Stoßstange, wo ich ihn haben möchte. Deswegen mache ich das zum Schluss. Erst die Stoßstange drauf und dann montiere ich hier die Halterung für den E-Satz. Also kommt jetzt als nächstes die Montage des E-Satzes bzw. Verkabelung. Das ist also der mitgelieferte Elektrosatz von der Firma Jäger. Wird ziemlich praktisch hinten einfach nur in die Rückleuchte eingesteckt. Ein langes Kabel für die rechte Rückleuchte, ein kurzes Kabel. Kurzes Kabel für die linke Rückleuchte, ein kurzes Kabel für die linke Rückleuchte und
die Spannungsversorgung für die Anhänger-Blinkerüberwachung ist mit einem langen Kabel versehen. Hier wird eingesteckt. Und das lange Kabel muss ich wahrscheinlich nach vorne legen zur Zentralelektrik, um dort Plus zu erhalten. Vermutlich reicht auch, wenn wir den hier in einen 12-Volt-Stecker hinten im Kofferraum stecken, weil dort einer sich befindet. Dann haben wir noch Kleinscheiß mitgeliefert. Und ja, die Aufnahme für den Anhängerstecker. Der E-Satz wird dann durch diese vorbereitete Öffnung hier, die ist nur durch ein Gummi verschlossen, da wird der E-Satz reingeführt, kommt dann innen an der linken Rückleuchte hier unten raus. Dafür muss ich aber den ganzen Kram hier, 6-fach CD-Wechsler und hier Halterung für Wagenheber, entfernen. Sonst habe ich da keinen Platz. Geht aber relativ einfach mit Kreuzschrauben. Hier oben ist eine, sehe ich gerade. Da oben ist eine. Da hinten drin ist eine. Ja, und dann sollte diese Plastikaufnahme hier entfernt werden können. Und dann kann ich den E-Satz hier drin verlegen. Alle Schrauben von dem Driss sind gelöst. Jetzt sind hier unten noch ein paar Clips, die rausgeklipst werden müssen. Und dann kommt der ganze Kram da raus. Der bleibt dann auch draußen, weil ich diesen Wechsler eh nicht mehr brauche. Der ganze Scheiß ging mir jetzt herbe auf den Sack, deswegen habe ich den Kram jetzt rausgesägt. Das ist alles verwurstet und ich habe keinen Bock, hier das vorher zu lösen. Ich will den ganzen Kram einfach nur raus haben und habe keine Lust, ja, die ganze Peripherie zu lösen. Und deswegen breche ich den ganzen Scheiß jetzt hier raus. Ich bin gleich. So, da unten müssen wir hin. Das ist also der Gegenstopfen. Da kommt jetzt der E-Satz durch. So, der E-Satz wird von innen nach draußen mit dem 13-poligen Stecker zuerst durch das Loch geführt. Und wenn ihr das Kabel verfolgt, seht ihr hier diese Gummitülle. Die verstopft dann, die schließt dann dieses Loch wieder zu von innen, sodass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Der Stopfen wird jetzt von innen einfach nach außen gedrückt. Huch. So. Dann wird der ganze Kram, wie gerade gezeigt, durchgefummelt durch das Loch. Man braucht ein paar China-Hände dafür. China-Hände sind vorhanden. So, da kommt die schwere Geburt. Zack. Da kommt der Rest. Wunderbar. Und dann wird, wie gerade erklärt, mit dem Stopfen das Loch wieder geschlossen. So sieht das Ganze jetzt von außen aus. Stopfen ist drin. Und so von innen. Das Anschließen des Kabelsatzes im Rücklicht ist auch relativ easy. Der Stecker hier muss entfernt werden. Der kommt dann hier in den E-Satz rein. Und der Stecker vom E-Satz kommt wieder in das Rücklicht. Stecker entfernt. Stecker vom Auto in den E-Satz. Und Stecker vom E-Satz wieder ins Auto. Das lange Kabel für die Beifahrerseite verlegt ihr euch, wie ihr es wollt. Und am Rücklicht, ist alles voll. Am Rücklicht an der Beifahrerseite dann genau das gleiche Spiel. Stecker raus, Stecker in E-Satz, E-Satz wieder rein. Das Pluskabel für das Steuergerät ist relativ lang gehalten. Das kann man vorne in der Zentralelektrik einstecken, wie schon eben gesagt. Oder, wenn man sich die Arbeit sparen will, kann man auch einen der beiden 12-Volt-Stecker nehmen, falls man die im Kofferraum verbaut hat. Hier mache ich ein Kabel ab und mache hier dann entsprechend das Kabel da dran. Im Kofferraum ist jetzt der E-Satz komplett verkabelt mit der linken Rückleuchte und der rechten Rückleuchte. Zusätzlich habe ich Strom von dem 12-Volt-Stecker angezapft. Das Steuergerät ist auch angeschlossen an die entsprechenden Stecker. Also alles nach Anleitung einfach nur eingesteckt. Das Kabel von der Durchführung verlegt. Festgemacht mit Kabelbinder. Und auch den Stecker entsprechend befestigt. Jetzt kann man einen Funktionstest durchführen. Soweit ist nämlich alles fertig. Dann gucke ich, wo die Position hier am besten ist.
Und dann kommt auch schon die Stoßstange wieder drauf. Das sind aber alles Arbeiten, die ich jetzt im Video nicht mehr zeigen muss, weil soweit ist alles fertig. Die Stoßstange wird einfach nur so wieder draufgeschraubt, wie abgeschraubt wurde. Und somit sind wir eigentlich durch mit dem Thema. Schwierigkeitsgrad würde ich jetzt mal schätzen 4 von 10. Also kein Hexenwerk, alles machbar. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.